Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Richtersimulator. Heute eine ganz, ganz frühe Folge. Es ist 8.36 Uhr. Ich bin noch so halb am Frühstücken. Ich muss mich allerdings beeilen, weil ich gehe gleich mit meiner Familie wandern. Und ich habe richtig Bock drauf. Aber damit natürlich ein neuer Richtersimulator heute kommt, muss ich natürlich ein Video aufnehmen. Deswegen, direkt in den nächsten Tag, am Ende der letzten Folge wurden wir abgeknallt. So, wir gucken mal rein. Oh nein, Alter. Das Thema, meiner Meinung nach, in Deutschland gibt es viel zu geringe Strafen. Das ist heftig. So, Angriff. Violet Terror, die kürzlich den Nachtclub Jolly Mix verließ, nahm vor dem Nachtclub ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Violet Terror, die unter Alkoholeinfluss stand, teilte dem Taxifahrer den Standort ihrer Privatadresse mit. Nach einer gewissen Zeit merkte Violet Terror, dass sie sich von, oh nein, ihrer Wohnung entfernte und teilte dem Taxifahrer mit, dass sie aussteigen wollte. Die Person, die das Taxi fuhr, schloss die Türen ab und bog in ein, Alter, du krankes Stück Scheiße. Er hielt das Auto im Waldgebiet zur Seite, nahm Violet Terror aus dem Fahrzeug und schlug ihr mit einem harten Gegenstand auf den Kopf, wodurch sie bewusstlos wurde. Als sie aufwachte, war sie weit von der Stadt entfernt und blutüberströmt. Violet Terror ging zur 2 Kilometer von ihrem Standort entfernten Tankstelle und bat um Hilfe. Bei den von Polizisten durchgeführten Kontrolle wurde das Nummernschild des Taxis, in dem Violet Terror mitgefahren wurde, befragt und Informationen darüber erhalten, dass der Besitzer des Taxis eine Person namens Francis Drew war. Okay, warte mal, er ist Francis Drew. Er ist vorbestraft, okay, Staatsbürgerschaft, er ist 35. Basierend auf der Aussage der Person namens Francis Drew wurde die Person namens Adrian Darrell an ihrer Wohnadresse festgenommen. Er hat keine Vorstrafen. Das ist jetzt die Aussage von der Frau. An diesem Tag ging ich mit meinen Freunden in einen Nachtclub, um zu feiern. Mein Freund und ich tranken etwas Alkohol, aber nicht genug, um mich aus der Fassung zu bringen. Vor dem Club stieg ich in ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Die Entfernung zwischen meinem Haus und der Diskothek beträgt 5 Kilometer und die Fahrt mit dem Auto dauert etwa 10 Minuten. Ungefähr 15 Minuten, nachdem ich ins Taxi gestiegen war, wurde mir klar, dass wir uns von meinem Zuhause entfernen würden. Ich wollte aussteigen, weil ich dachte, der Taxifahrer würde mich verletzen, aber er hörte mir nicht einmal zu. Wir betraten ein Waldgebiet. Ich schrie, als das Auto wackelte, aber er sagte nichts. Nach einer Weile hörten wir auf. Er stieg aus dem Auto, öffnete meine Tür, zog mich aus dem Auto. Als ich auf die Knie fiel, schlug er mir mit etwas Hartem auf den Kopf. Danach wurde ich ohnmächtig. Als ich aufwachte, fühlte ich mich schlecht. Überall war Blut. Es war etwas eingetrocknet. Ich machte mich auf den Weg, halb rennend, halb gehend, erreichte eine Tankstelle und bat um Hilfe. Der Taxifahrer hatte einen Hut auf und ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Oh, jetzt kommt die Aussage von ihm hier. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. An diesem Tag waren meine Frau und ich zum Abendessen in ein Haus meiner Schwiegermutter eingeladen. Ja, ich habe ein Taxikennzeichen, aber ich habe an diesem Tag nicht gearbeitet. An diesem Tag gab ich das Auto einem Freund von mir, der sagte, er brauche dringend Geld. Gut, das Ding ist, man hat dann ja die Zeugenaussage von seiner Frau und der Schwiegermutter. Er brauche dringend Geld. Okay, der Angeklagte ist jetzt hier Adrian Darrell. Ja, ich habe an diesem Tag im Taxi gearbeitet, aber ich hatte das Auto bereits vor dem Vorfall bei Francis abgeliefert. Ich war müde, weil ich den ganzen Tag gearbeitet hatte und schlief. Ich war gerade aufgewacht, als die Polizei vor meiner Tür stand. Sie verhafteten mich und brachten mich hierher. Ich weiß nichts. Bitte lassen Sie mich. Ich bin unschuldig. Das Ding ist, der eine hat ein Alibi, der andere nicht. Auch wenn der ist mit Vorstrafen. Haben wir Beweismittel. Öffnung im Kopfbereich durch einen harten Aufprall. Ah, guck mal hier. Okay, das muss doch wieder alles zusammenpassen. Also, Adrian Darrells DNA. Aber hier ist zum Beispiel gelb und grün. Das passt nicht. Francis Drews DNA. Hier passt es. Hier auch. Hier auch. Hier. Also, Francis Drew. Ich will mal mit denen quatschen. Er braucht doch das Alibi. Der Freund, von dem sie sagten, er sei an diesem Tag das Auto gefahren, gab an, dass er ihnen das Auto vor dem Vorfall abgeliefert habe. Was sagen Sie dazu? Das ist nicht möglich, euer Ehren. Er lügt. Nachdem sie Francis an diesem Tag das Auto übergeben hatten, hat er ihnen gesagt, dass er daran arbeiten würde? Ja, euer Ehren. Nachdem er das Auto zurückgegeben hatte, erzählte er mir, dass er in einem Nachtclub viel los sei und er von dort Passagiere abholen könne. Junge, das kann er sonst nicht. Ja, doch, weil er vielleicht dahin gefahren ist. Das Ding ist, normalerweise müsste man jetzt überprüfen, ob die Leute da sind. Der DNA zu urteilen. Warte mal. Wir haben ja drei Sachen. Achso, das sind die anderen. Ja, aber hier die DNA-Probe passt hier schon nicht zusammen. Also ist es Francis Drew. Weil hier passt immer alles zusammen. Die DNA, die bei ihr aufgefunden wurde, lässt nur den Schluss zu,
dass Francis Drew der Schuldige ist. Er hat schon, warte mal, wie alt ist er? Ah, 35, chillig. Jo, okay, Abfahrt. Du wirst freigesprochen. Unschuldig. Urteil bestätigen. Zack. Und du, Francis Drew, sie sind schuldig und sie werden gehängt. Zack. Oh, ein Brief. Oh, mehr Kohle! Aufgrund der Entscheidung, die sie in den Fällen gedreht. Jawohl! Oh nein. Oh, bitte, bitte. Oh. Mm. Oh. Jawohl, jetzt gibt's die dicke Kohle. Junge, ich muss für mein Lebensende muss diese Autorate. Diese Autorate, das stand doch irgendwie nur 9 Mal. Sag ich immer und das stimmt wahrscheinlich einfach nicht. Wie viel Geld habe ich jetzt? Ich mach so wenig Plus, Junge. Oh nein, nein! Ihre Frau sagt, sie möchte an ihrem Hochzeitstag ins Ausland reisen. Der Preis beträgt $7,500. Wo willst du denn mit mir hin? Ich habe keine 7.500. Jetzt habe ich noch 35 psychische Gesundheit. Es ist so lächerlich. Was kostet bitte ein Whisky? Ich habe 2.400. Ich muss einen rein. Ich muss mir wirklich einen reinlöten. So, damit ich immerhin wieder 50% psychische... Weil sonst ist das Spiel vorbei. Okay, rein. Oh, nee. Korruption nimmt zu. Gegen den ehemaligen Innenminister wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Minister wurde noch nicht gefasst. Ah, ja. Ja gut, Korruption ist nicht so gut. Ich wollte auch mal 100.000, aber die haben mir die 100.000 nicht gegeben. Woche 19, Fall 1. Oh nein, nein, bitte kein Brief. Bitte kein Brief. Gerbon Maigi, der sich für etwas Wichtiges hält, wird nach dieser Anhörung heute nicht nach Hause gehen. Wenn ich herausfinde, dass er für unschuldig erklärt wird, musst du dir die Augen von jemandem leihen, um diesen Brief noch einmal zu lesen. Digga, was ist denn los, Mann? Lass doch meine Augen in Ruhe. Was haben wir denn? Vorsätzlicher Mord. Okay. Erstmal gucke ich, ob ich hier diese 55% auf Verhaftung runterbekomme. Ah ja. Perfekt. Danke. Haben wir nur noch 30. Gut. Gucken wir mal. Also, wir haben Gerbon Maigi, der 51 Jahre alt ist. Ansonsten alles gut. Gut, vorsätzlicher Mord. Kürzlich wurde eine Person namens Falcon Rex tot im Wald in der Nähe des Hauses einer Person namens Gerbon Maigi aufgefunden. Es wurde festgestellt, dass die Person namens Falcon Rex eine Affäre mit der Person namens Helena Miggy hatte. Der Tochter von Gerbon. Ei. Das ist... Als Ergebnis der Autopsie wurden 3 Kugeln im Körper von Falcon Rex gefunden und dies als Todesursache bestätigt. Bei der Untersuchung des Mobiltelefons von Falcon Rex wurde festgestellt, dass er von einer Person namens Gerbon Maigi Warnung erhalten hatte, sich von seiner Tochter zu trennen und er diese abgelehnt hatte. Das klingt schon eindeutig. Nach einiger Zeit wurde beobachtet, dass sich diese Nachrichten in Drohnachrichten verwandelten. Aufgrund dieser Beobachtung wurde die Person namens Gerbon Maigi, die zu dem Hauptverdächtigen wurde, an ihrer Wohnadresse festgenommen. So, oh ja, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Ich habe kürzlich herausgefunden, dass meine Tochter einen Freund hat. Meine Tochter ist mein einziges Kind und ich habe sie unter sehr schwierigen Bedingungen großgezogen. Ich fragte sie und sie sagte mir, ihr Freund sei Falcon Rex. Auch ein unfassbar cooler Name. Er war der Sohn unseres Nachbarn, der neben uns wohnte. Und er war ein lästiges Kind. Okay. Ich habe meiner Tochter gesagt, dass ich mit dieser Beziehung nicht einverstanden bin. Ich erhielt nicht die Antwort, die ich von ihr erwartet hatte. Also beschloss ich, mit Falcon Rex zu sprechen. Ich ging mit süßen Worten auf ihn zu und versuchte, es ihm richtig zu erklären. Aber im Gegenzug erhielt ich kein Quäntchen Verständnis und anständiges Benehmen. Im Gegenteil, ich erlebte große Beleidigungen. Meine Tochter bestand immer noch darauf, ihre Beziehung fortzusetzen und mir war die Situation sehr unangenehm. Ich habe ihm ein paar Drohnachrichten geschickt, um ihn zu erschrecken. Er hat nicht einmal auf die Nachrichten geantwortet, die ich gesendet hatte. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass er bereits getötet worden war. Ich kann nicht sagen, dass mir dieser Vorfall sehr leid tut. Er hatte einen komischen Charakter und wollte ständig andere Leute provozieren, ihn zu erwürgen. What? Ich sah, dass ich mit diesem Gedanken nicht allein war. Ich hatte nichts mit seinem Tod zu tun. Ich wusste, dass ich wegen des richtigen Zeitpunkts verdächtig werden würde. Aber wie gesagt, ich habe ihn nicht getötet. Gott musste mich davor bewahrt haben, Blut an meine Hände zu bekommen. Oh, jetzt die Aussage der Tochter. Unsere Zusammenarbeit mit Falcon verlief sehr gut. Es ist erst etwa 1 Monat her, seitdem wir unsere Beziehung begonnen haben. Mein Vater bemerkte meine Stimmungsschwankungen und stellte mehrmals Fragen. Also erzählte ich ihm, dass ich einen Freund hatte.
Er reagierte sehr positiv, aber als ich ihm den Namen nannte, widersprach er sofort. Er wollte, dass ich Falcon verlasse, aber ich konnte so etwas nicht tun, weil ich ihn wirklich liebe. Als ich meinen Vater fragte, warum er weg soll, sagte er, dieser Typ ist ein problematischer Mensch und sein Freundeskreis sei sehr besorgt. Aus diesem Grund sagte ich, obwohl ich meinem Vater zustimmte, dass ich Falcon liebe und ihn nicht verlassen würde. Einige Tage nach diesem Gespräch erfuhr ich, dass Falcon getötet worden war. Ich bin sicher, dass mein Vater das nicht getan hat. Ich habe seinen Tod immer noch nicht verdaut und ich glaube nicht, dass ich es schaffen kann. Ah ja, okay. Es gibt, ein digitales Beweisstück. Kameraaufnahmen auf dem Einkaufszentrum Jupiter am Tag und Uhrzeit des Mordes. Okay, beide waren am Start. Gut, die waren halt zusammen im... am Tag und Uhrzeit des Mordes. Er kann es nicht gewesen sein. Er war ja mit seiner Tochter unterwegs. Gerben, der sich für etwas Wichtiges hält, wird nach dieser Anhörung heute nicht nach Hause gehen. Wenn ich herausfinde, dass er unschuldig erklärt wird, musst du dir die Augen... Ja, Junge, er ist unschuldig. Du bist nicht die erste Person, die mich umbringen will. Also... Migi, du bist unschuldig. Zack. Oh, mittlere Wahrscheinlichkeit. Ui. Ui. Warum ist hier eigentlich immer noch Mittel? Wir haben es doch runtergekauft. Gott sei Dank, niemand will Geld. Woche 19, Fall 2. So, was haben wir? Geldwäsche. Javed morgen. Kürzlich erhielt Javed, der auf der Plattform TapTop online ist. Alter, TikTok! Während der Übertragung eine große Spende von einem seiner Follower. Eieiei. Diese Situation, die auf den ersten Blick normal schien, löste bei mehreren Verlagen Reaktionen aus und die zuständigen Stellen leiteten eine Untersuchung ein. So, er hat keine Vorstrafen, ansonsten auch alles gut. Als Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass der Benutzer, der einen großen Betrag gespendet hatte, zuvor den gleichen Betrag gespendet hatte. Also doppelt zweimal dick. Um den Vorfall aufzuklären, wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und die Person namens Javed morgens zur Befragung festgenommen. Nur weil er Kohle bekommen hat? So, die Aussage. Wie alle Streamer spiele ich Spiele und chatte mit meinen Followern. Das ist ein cooler Fall. Wie kann ich eine Verbindung zu den Spenden herstellen, die ich erhalte? Und was ist falsch daran, zu viele Donations zu erhalten? Ich finde es natürlich, regelmäßig Spenden von einer Anhängerin zu erhalten, die mich sehr liebt. Sie unterstützt mich dabei, diese Arbeit fortzusetzen. Und ich veröffentliche mehr, um ihre Liebe zu erwidern. Ja, das ist aber auch immer, glaube ich, ein gefährliches Spiel. So, wenn Leute im Internet so in dich verliebt sind und du spielst so mit dieser Liebe, ich glaube, das geht nie gut aus. Ah, hier. Gegenseitiger Nachrichtendialog zwischen Javed Morgan und Spender-Follower. Hallo, spreche ich mit Javed? Oh ja, hallo, wer sind Sie denn? Ich bin dein größter Fan. Lacht, sag mir schnell, wo hast du meine Nummer gefunden? Dieser Teil ist nicht wichtig, ich habe ein sehr gutes Angebot für Sie. Ah, nein, ich habe mehrere gestohlene Kreditkarten. Keiner von Ihnen kann verfolgt werden. Ich werde dir donaten und Sie werden mir einen bestimmten Teil dieses Geldes zurückschicken. Akzeptieren Sie? Wie soll das funktionieren? Sehr einfach, du tust einfach, was ich sage. Wir werden mit diesem Job viel Geld verdienen. Es besteht keine Gefahr, erwischt zu werden. Okay, lass uns ein Treffen vereinbaren, um die Details zu besprechen. Das wäre toll. Ich hätte dich auch aus der Nähe gesehen. Spendenquittung an die Person namens Javed. Dieser Vorgang wurde 33 Mal wiederholt. $8,000, 33 Mal. Okay, ist... schuldig. Also, da muss man doch nicht großartig rumquatschen, oder? Ich dachte am Anfang, das wäre so eine Story, dass jemand irgendwie so manipuliert wird. So, was hat er denn? Okay, dann haben wir hier Geldwäsche. Gucken wir doch mal. Finanzkriminalität. Geldwäsche, 6 Jahre und 50.000. Okay. 6 Jahre, schuldig. Geld, 50.000. Und... 6 Jahre. Abfahrt. So, komm jetzt. Mach nicht diesen. Ui. Ui. Hi. Hey. $200. Woche 19, Fall 3. Oh, was ist denn hier los? Wladimir und Casey. Oh, bitte um Bestätigung, dass Wladimir Akip der Vater des Kindes seiner Ex-Frau Casey White ist. Oh, Wladimir hat geklagt und die Beklagte ist Casey. Wladimir und Casey hatten während ihrer Beziehung keine Kinder. Casey hat 7 Monate nach der Scheidung ein Kind auf die Welt gebracht. Eine Person namens Wladimir behauptet, der Vater des Geborenen...
der Vater des geborenen Kindes zu sein und möchte das Kind in seine eigene Registrierung aufnehmen. Achso, dass er da halt als Vater drin steht. Casey behauptet, dass der Vater des Kindes ihr neuer Freund Erling Riggi sei. Meine Ex-Frau hat 7 Monate nach der Trennung von mir ein Kind zur Welt gebracht. Dies ist ein Hinweis darauf, dass meine Frau schwanger blieb, während sie mit mir verheiratet war. Ich glaube nicht, dass meine Frau mich betrügt. Ich möchte nur die Bestätigung, dass das Kind mir gehört. Da kann man doch einen Vaterschaftstest machen, oder nicht? Hatten Sie während Ihrer Beziehung zu Ihrem Ex-Ehepartner jemals das Gefühl, dass Ihr Ex-Ehepartner Sie betrügt? Nein, euer Ehren, dieses Gefühl hatte ich noch nie. Casey würde so etwas niemals tun. Frau White, was sagen Sie dazu? Ich bin sicher, dass mein Kind von Erling Riggi ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, das können wir ja easy nachprüfen. Wir haben die Beweise hoffentlich. DNA des Kindes und von Wladimir. Das passt, 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 passt. Hier ist blau und hier ist grün. Das passt nicht zusammen. Oh nee, das bedeutet, sie hatte ihn noch während der Ehe betrogen. Das ist echt mies. Leute, macht bitte sowas nicht. Also jetzt, da geht es auch gar nicht um Ehe, oder? Aber wenn ihr in einer Beziehung seid, betrügt nicht euren Partner. Das zerstört schon heftigst. Ja, also, was können wir jetzt hier auswählen? Es muss leider abgelehnt werden. Wladimir, ey, es tut mir so leid für dich, Bruder. Aber du bist nicht der Vater. Oh, Gehaltserhöhung! 3,8! Ach so, jetzt, ja, ich krieg wieder... Wie viel kriege ich diesmal? Ey, diese dreckige Autorate. Das war wirklich der größte Fehler. Und dass meine Frau Urlaub machen will für $7,500. Obwohl wir, also, gut, ich habe jetzt 1000 Tacken, Alter. Aber dafür kann ich mir nicht mal mehr Suff leisten. Weil, wenn ich hier Party machen will, um meine psychische Gesundheit... 7.200. Junge, wenn ich dieses Bestechungsgeld in Höhe von 100.000 bekommen hätte, dann wäre alles in Ordnung. Ich könnte mir einfach alles kaufen. So, Leute. Allerdings haben wir das Geld nicht und wir werden uns nicht alles kaufen können. Oh, ich kann mal reingucken. Lass mal in die nächste, das ist direkt die nächste Woche. Habt ihr Bock auf Woche 20, Fall 1? Oh, oh, wieder ein Zettel. Es geht um Steuerhinterziehung, Organisation illegaler Glücksspielaktivitäten. Es tut mir leid, der kam einfach raus. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr, schallert den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei und hört euch die neueste Folge vom Elfchen mit Käffchen Podcast an. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.